I wish the military's presence here wasn't so domineering. Whee. I can't say these giant structures add much to the view. It would be nice if this was simply a place of study and conservation. I'm doing my best to steer the army away from the ruins, but the only thing that seems to concern them is their project. Gathering up as many of these strange orbs as we possibly can. Amrita Storage? Okay. Amrita sind ja diese Fliegen. Oder diese Wespendinger da, keine Ahnung. Was? Ernsthaft? Oh Gott. Das geht nicht gut. Oh Gott, Alter. Da habt ihr eure Action. So. Okay, das Vieh war ein bisschen... Das Vieh war ein bisschen komplizierter, weil es sich schneller bewegt hat. Aber, na, war mal eine Herausforderung. Juhu. Aber wie plötzlich der auf einmal auftauchte. Da bin ich, hallo. So. Ach, mit Viereck, achso. Nee, hä? Lol. Ich sollte vielleicht Dreieck drücken. Ah, ja, verstehe. Aber wie komme ich nach oben? Das ist die... Oh Gott. Das ist der Fahrstuhl, aber wie... Hä? Wie komme ich denn bitte... Nein! Oh Gott. Aua. Okay, ich probiere es nochmal. So funktioniert schon mal nicht. Ich glaube, wir müssen links lang. Ich glaube, wir müssen da irgendwie auf die Tanks kommen. Hallo? Oder, hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Okay, warte, ich probiere es nochmal anders. Das war gerade ja gar nicht mal so schlecht. Hä? Was? Warum? Ach so. Ach so. Oh Gott, viel zu weit. Hilfe. Ah. Oder so. Ach, guck mal, eine Kiste. Die hätten wir bestimmt liegen gelassen. Das Leveldesign ist schon cool. Also, muss man mal sagen. Ist schon geil gemacht. So, jetzt müssen wir irgendwie da raufkommen, ne? Aber wie? Wie zum Teufel soll ich denn da raufkommen, bitte? Uah. Wie zum Teufel sollen wir denn bitte da oben raufkommen? Alter, im Leben nicht. Das schaffe ich nie im Leben. Wie bei der Matrix, weißt du? Ich existiere gar nicht. Ja! Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Hui. Hui. Uah. Oh, da oben geht's rein. Guck mal. Warte mal, kommen wir da rein? Ich probiere mal was. Warte mal. Ah, ich glaube, da kommt man. Ich glaube aber, da kommt man nicht rein. Ich glaube, da ist nur. Das Fenster ist nur offen, so ein bisschen so als Deko. Ja, da kommt man nicht rein. Das ist, aber wie soll's denn. Wie geht's denn hier weiter? Wie soll's denn hier weitergehen? Hä? Hm. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Du Drecksack. Bleib hier, will meine Energie wieder haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht.
sammle nochmal eben die Energie ein. Hui. So. So. Jetzt haben wir die Energie gleich wieder voll. Jawohl. So. Dann nutzen wir... Achso, alles klar, ich verstehe. Ja. Ich kapier schon. Ich hab das... Ich bin so dumm. Moin, Schnappi, ich grüße dich. Ja, oder so. So geht's natürlich auch. La. Emily will ab 22 Uhr kuscheln. Ja. Woher weißt du? Hallo, das ist doch mein Kind. Mann. So. Oh Gott. Pendulum. Okay, wir sind jetzt in der Facility von Soma. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich trinke nochmal einen Schluck. Es ist so mega warm hier drin. Dass sogar das Getränk schon, Alter, warm ist. Uah. So. Hallo. Ja, Energy. Achso, so kann man sich Energie holen. Geht das noch mehr Energie holen? Ah, ist ja geil. Und die Blume da oben, die wird immer weniger, je mehr wir sterben. Okay, das geht nicht. Ich dachte, man könnte sich da irgendwie... Ist das Blut? Ich dachte, man könnte irgendwie da Energie auftanken oder so. Aber wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir nicht mehr sterben. Eine Zelle brauchen wir noch, dann haben wir... Andrew Fisher Audio Logs. September 17th, 1942. My name is Andrew Fisher, leading physicist and head of Project Pendulum. Pendulum is the research and development project directed by the Army Corps of Engineers to produce a weapon of mass destruction that can bring an end to the war through the unconditional surrender of our enemies. Super weapons. In response to the spy-ridden efforts of the Manhattan Project, headed by my cohort, Robert Oppenheimer, Pendulum has been founded under the utmost secrecy. Funds, pride, and soldiers' lives are all on the line in a race to win the war, thus giving rise to the name Pendulum. Die haben auf jeden Fall hier geforscht. Die haben irgendwie hier geforscht und tralala. Und haben hier so eine Forschungseinrichtung gebaut und haben dann hier rumgepopelt wahrscheinlich wieder. Und deswegen gibt es auch diesen Anzug, diesen Hyperanzug, den sie natürlich wieder nutzen wollten, um halt Kriege zu führen, um besser zu sein. Und, Alter, dieses... Oh Gott. Guck mal da, wer da ist. Na, ist er weg? Ja, er ist weg. Angst, muss ich sagen. Nein. So. Energie aufgefüllt. Oh Gott. Aber wie cool das aussieht. Feier ich ein bisschen. So. Lalalala. Was haben wir denn da unten? Oh Gott, kommt da irgendwas raus gleich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht irgendwie was Großes. Okay, es klingt falsch, wenn ich das so sage. In der Kombination. Was ist denn da unten? Kommt da was raus? Ich hoffe nichts Großes. Das klingt so falsch. Ich weiß. Oh, Lucy. Nazi and Soviet espionage. Pendulum's location and purpose is unknown to the outside world. Taking a cue from the Manhattan Project, only a small few know of Pendulum's purpose, operating under the guise of an alternative energy project. As it came to light that Manhattan had been plagued with
with espionage. It was agreed upon to shroud Pendulum within the government itself. All those who knew of Pendulum's true intent are here. Though admittedly extreme, we can ensure an ironclad umbrella of secrecy. Information can only come in, and none can go out. As far as anyone outside this valley knows, Pendulum does not exist. This valley does not exist. This valley does not exist. Aha. Alles wieder vertuschen und so und tralala. Ah, guck mal hier, die Haken. Sie wollten natürlich alles wieder vertuschen und ja, ist wahrscheinlich wieder irgendwie schief gelaufen. Wie es immer so ist bei solchen Projekten. Aber gut. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder nach draußen. Sieht zumindest danach aus. Oder auch nicht, aber wir sind ja gerade erst in die Facility reingekommen. Warum sollten wir jetzt rauskommen? Explore the Facility and search for a life seed. Hello, my friends. Na. Kann ich von hier aus nicht machen, okay. Alter, aber mal voll Bioshock, ne? Ohne Scheiß. Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kommt jetzt gleich... Hallo, mein Name ist Andrew Ryan und willkommen in Rapture. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, habe ich jetzt wirklich gedacht, so mit der Figur, mit dieser Statue da in der Mitte, ich muss mal eben kurz hier hochklappen, mit dieser Statue da in der Mitte, habe ich jetzt echt gedacht, ohne Spaß, das... Krass. Aha, der hat auch diesen Anzug an, den wir gefunden haben. Andrew Fisher. Passt irgendwie, ne? Andrew Ryan, Andrew Fisher. So. Ich schau mal eben, ob wir ein paar Kisten finden. Gröhlix, dachte ich auch. Ja, ohne Spaß. Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kommt gleich... Hallo, mein Name ist Andrew Ryan. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht haben wir schon. Was? Help me. Das hörte sich gerade an, als ob der Slenderman gleich kommt. Angst, muss ich sagen. Aber was soll hier kommen? Aber es sieht doch ein bisschen aus wie bei Rapture, so am Anfang, ne? So zumindest beim ersten Teil. So, was haben wir hier? Steht hier noch irgendwas dran? Ah, da ist die Cafeteria. Ah, das ist gut. Da kann ich erstmal einen gemütlichen Kaffee trinken. Und vielleicht einen leckeren Stück Käsekuchen essen. Boah, ich liebe Käsekuchen. Und, vielleicht nochmal mir erklären, wo die Toilette ist, damit ich nochmal eben wursten kann. So, Big Daddy kommt. Ja, ich glaube auch. Aber das hörte... Guck mal, das Logo erinnert auch unheimlich an Rapture. Hier im Hintergrund mit diesen Streifen und diesen Pfeilen. Ich weiß selbst gar nicht so großartig, von welchen Entwicklern das Spiel ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen, dieses Indie-Game. Weil es erinnert sehr stark gerade an Bioshock. Muss ich ehrlich sagen. Also jetzt zumindest hier der Bereich jetzt. Ich weiß es nicht. Und auch ganz ehrlich, fällt mir jetzt erstmal auf. Ich gehe nochmal runter. War gar nicht meine Absicht eigentlich, aber ich erkläre es nochmal. Oder zeig's es nochmal. Die Köpseln hier mit den Augen sehen auch so ein bisschen aus wie Big Daddy. Ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich so eine Hommage an die Collectors Edition, die bald kommt. So ein Pre-Sequel oder sowas. Hey, spielen Sie jetzt die Bioshock-Kollektion? Bald endlich, am 16. September. Yeah. Ich freue mich schon darauf. Das Geile ist ja, am 16. September werden wir ja am Anfang Bioshock aufnehmen. Den ersten Teil, wir fangen ja mit dem ersten Teil an. Wenn wir den ersten durch haben, fangen wir den zweiten an. Und so weiter und so fort und tralala. Und nach dem Bioshock dann so ab... Ja, ich sag mal, wir werden zwei, drei Stunden aufnehmen und danach geht's dann sofort los mit den neuen Horrorspielen, Alter. Das wird ein Freitag voll geprallt mit Games. Ohne Ende. Ohne Ende. Also da dürft ihr euch sehr freuen drüber.
Main Office. Ich hoffe natürlich, dass die Horrorspiele auch an dem Tag kommen, weil bis jetzt steht noch... Also bei Amazon sind sie datiert mit 16. November, September, nicht November, September. Und bei meinem Spiele-Lieferant steht 29. September. Jetzt kannst du dir ausmalen, welcher wer recht hat, weiß ich nicht. Huch, hallo? Nein, ich will es mitnehmen. So, Michi, 1761, grüß dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, was haben wir da? Da haben wir noch eine Notiz, die lesen wir auch nochmal eben kurz durch. Mhm. Oder beziehungsweise, ne, wie gesagt, falls es auf YouTube bei mir kommt, dann pausieren und selber lesen. Weil, wie gesagt, ich enthalte mich meiner englischen Fachkenntnisse. So, ja. Aber überall alles, was so zugewuchert, ne, so ganz merkwürdig hier. Es ist auch gerade sehr ruhig, muss ich sagen. Sehr, sehr ruhig. Ah, hallo. Achso, ja, ja. Das sind kleine Energy Pack. Guck mal da. Viele sind denn von denen hier? Ich glaube, es wird immer mehr. Okay. Ich glaube, wir müssen so oder so runter. Yeah! So, dann gucken wir doch mal. Okay, hier kriegen wir wieder Energie. Hier ist ein Zettel noch zum Lesen. Ja. La 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 la. Ich muss mal eben den. Ah, so müssen wir was im Rücken haben. So. So. Tralala, tralala, la 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 la. Aufnahme läuft alles noch, alles schön, alles wunderbar. Mhm. So. Ich weiß, es ist gerade sehr dunkel. Ich hoffe, im Stream sieht man irgendwas. Ich habe auch keine Lust, jetzt nochmal zu sterben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo, ist da irgendwer? Die Frage ist, wo sind die denn alle, die hier waren? Und wo sind die Leichen, wenn hier was passiert sein sollte? Keine Skelette hier am Liegen, oder... Ernsthaft? Ich war das nicht. Das war bestimmt die Maus, die man im Hintergrund hört. Mit Sicherheit. Ich bilde mir jetzt nur Sachen ein, die ich da sehe. Da hier gibt es keine Monster oder Horror-Elemente. War hier nicht gerade noch Licht an? Ich bilde mir schon was ein. Ich habe schon Paras. Ich spiele zu viele Horrorspiele. Warte mal, hier war doch gerade was mit Dreieck drücken, oder? Hä? Hier war doch... Okay, anscheinend nicht. Doch, hier. Ich bilde mir schon wieder Sachen einzusehen. Das ist, ich sollte aufhören, Horrorspiele zu spielen, definitiv. Imagination. As a result of the reaction between the Amrita energy and the Pathfinder's own life force, they experience what I have dubbed quantum death. When a Pathfinder dies while wearing the suit, their consciousness branches into a new reality, unharmed. They achieve quantum immortality.
je mehr ich in die Facility hier reingehe, also in hier ins Labor, also je tiefer ich reinkomme, desto beklemmender wird das Gefühl irgendwie, habe ich, also merke ich irgendwie. Und ah ja, ein schwebender Teller und ein schwebender Stift, an den ich nicht vorbeikomme, an den ich mich sogar draufstellen kann wahrscheinlich, oder? Warte. Ja, ich kann mich ein bisschen auf den Teller stellen. Ich stehe jetzt auf den Teller. Juhu. Geil. So. Aha, die gute... Was haben wir hier? Die gute... Suri und die gute Someo. Ah ja, wer kennt's nicht? Und was haben wir da? Die gute Mo... Was steht da? Moko? Keine Ahnung, Moko oder wie sie heißt. Da, ah, da steht's. Die gute Mokakoka. Die Mokakoka. Wer kennt sie nicht? Die Mokakoka. Trinke ich auch immer morgens. Die Mokakoka. Geiler Name. Mokakoka. Hallo, ich hätte gern noch etwas von der Mokakoka. So. Alter, geil. Hashtag Mokakoka. Mehr sage ich dazu nicht. Nee, ich will noch gerne ein bisschen hier bleiben, bevor ich jetzt hinter dem Zaun springe. Ein bisschen nochmal hier gucken, was hier so ist. Bzz, 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 bzz. Ich höre irgendwas. Ich höre wieder so ein Scheißvieh wieder. Wahrscheinlich da, hundertprozentig. Pass auf, so wie ich dir jetzt sage. So wie ich es dir sage. Was habe ich? Aua. Naja. Die Mokakoka ist auch hier gewesen, glaube ich. Die Mokakoka hat dir wahrscheinlich erstmal... Oh, die hat wahrscheinlich hier ordentlich Dünnpfiff hinterlassen. Die Mokakoka. Ich komme über den Namen nicht drüber weg. Das ist echt... The leaf suit many prove to be the principal feed of the pendulum. Ja, ja. Da haben wir noch einen Zettel. Der liegt da ganz in der Ecke. Wie mies. Schade, dass es nicht auf Deutsch ist. Finde ich ein bisschen schade. Ehrlich. Ich wünschte mir... Was ist denn? Was steht da? Land Sharks? Lol. Okay, hier oben geht's weiter. Ich gucke mal. Ah, Wild Rose. Okay, Raptors. Hab ich noch gar nicht so gelesen gehabt. Oder gesehen gehabt gerade. Es ist... Ah, ich glaube, hier geht's weiter, ne? Okay, dann gehen wir nochmal unten gucken. Was unten, was unten hinter dem Zaun war. Hey, warte! Nimm mich mit! Danke! Okay, da kommen wir anscheinend nicht weiter. So. Hier ist noch eine Kiste. Jawohl! Und noch ein Zettel zu lesen. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Energiepult, aber ansonsten... Okay, da war eine Kiste, die hätten wir sonst liegen gelassen. Super, dass wir was mitgenommen haben. Okay, so. Lalala, gehen wir nochmal durchs Mokakoka-Klo. So geil, Mokakoka. So. Gott sprach, es werde Licht. Und da kommt jetzt wieder so ein Vieh raus. Was ist denn? Du musst mal überlegen, was für eine Technologie das ist. Summer Facility, Astra Facility. Okay. In earlier Mark 1 models,
Du musst mal überlegen, was für eine Technologie das ist. Du kannst Leben nehmen, um deins zu verbessern oder aufzuladen. Und du kannst Leben wieder aufstehen lassen. Wir rely upon the life seed, housed within a reactor found deep underground beneath the Soma facility. By harvesting the high energy yield orbs found within the valley, we pass their energy through the life seed, which acts as a sort of amplifier, magnifying the energy to unprecedented levels. The explosives we create here will dwarf anything the Manhattan Project could ever possibly fathom. Hallo Jerome, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show Underground Facility. Yeah. Oder Underground Reaktor. Wir kriegen eine neue Energiezelle. Ich freue mich sehr. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist das da oben? Warum ist das aufgegangen? Willst du mich verarschen? Alter, geh weg. Wie viele kommen denn da jetzt raus? Kommen da noch mehr raus? Was? Ich glaube, wir kriegen gerade Besuch. Kann das sein? Die Musik ist so dramatisch gerade. Ich hätte gerne meine Energie wieder bekommen, deswegen. So. Ach ja, wir hatten unten ja noch den Generator. Das war ja low. Ich dachte, jetzt werden wir so ein bisschen hier eingekerkert und dann kriegen wir noch so ein bisschen hier bam 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 bam, aber anscheinend nicht. So. Tja, wer nicht will, hat schon. Anscheinend. Ja. So, lalala. Ich warte auf jeden Moment, dass mir irgendwas ins Gesicht springt oder so. Weil das ist mir definitiv zu ruhig hier. Und wo sind die alle? Hardstyler! Ich grüße dich, willkommen, guten Abend. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, aha, ja. Mein Englisch? Hm, ja, 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 ja. Wie gesagt, pausieren und selber lesen und selbst übersetzen dann, wenn ich es auf YouTube hochlade. So, la 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 la. Hier ist auch wieder ein Zettel. Mhm. Okay. Okay, da ist auch noch ein Zettel, Alter. Ich würde so gerne alles lesen, aber wie gesagt, ich kann das ja jetzt schlecht hier übersetzen, weil mein Englisch ist ja... Du weißt warum. Für diejenigen, die schon seit längerem mich verfolgen, wissen warum. So. Alter, und hier ist so viel zu lesen. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwie so ein Patch raus. Obwohl ich stark bezweifle für ein Indie-Game. Aber Life is Strange gab's ja auch, ne? Fire Escape. Aha. Oh Gott. Geronimo! Wow, ich dachte, wir gehen ab. Ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht, wir werden jetzt abgehen. Ernsthaft? Nein, komm. Ach, komm. Oh Gott. Aber jetzt unspektakulär. Hä, was habe ich denn damit angemacht jetzt? Okay. Ich weiß es nicht. Suffering. The natural life here seems to be slowly dwindling. Edwin thinks I'm crazy, but I see it becoming quieter. Are we gradually killing this place? That self-righteous anthropologist is stirring up trouble again.
Her moral objections to this project are the last thing I need on my mind. If it weren't for the isolation policy, I'd have her removed from the premises and sent back home. 26! Alter, wir haben nicht eine von diesen scheiß Nüssen gefunden. In den Kisten. Willst du mich verarschen? Wo sollen wir 26 herholen? Okay, dann nicht, dann geht's weiter. Dann kannst du mich mal spielen. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich hier oben irgendwo im Kontrollraum, so wie das aussieht. Hast du einfach was Neues? Blue Box oder so? Ja, ein Greenscreen, aber den habe ich schon länger. Ich hatte den nur nicht oft benutzt. Ach, hier sind wir wieder. Oh Gott. Oh Gott. Und dann noch zwei, natürlich. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Und dann noch zwei? Ernsthaft? Ernsthaft? Wo ist er? Oh, Gott sei Dank. Boah, ich dachte, da unten steht ein Zombie. So. Geraimo! Aber wie gesagt, den Greenscreen habe ich schon länger, nur ich hatte den nie so richtig ausprobiert. Und jetzt bei The Order und so hatte ich den mal ausgetestet und jetzt heute nutze ich den bei dem Spiel auch mal, um mal so zu gucken. Und ja, gleich bei Emily Wants to Play nochmal. Ja, ihr wollt es ja sehen bei mir. Muss ich jetzt hier einfach runterspringen oder wie ist das? Oder... Oh Gott, das geht doch niemals nicht gut. Yeah! Boah, Alter. Oh, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende bei dem Spiel, ne? Was? 2 Stunden 6 Minuten? Das muss noch geschnitten werden dann, wenn ich das hochladen sollte. Ich muss noch, wenn dann Thumbnails machen, alles dafür. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich es hochlade. Keine Ahnung. Landet es in den Archiven. In den Let's Play Live Show Archiven. Ja, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier auszusteigen. Wie gesagt, falls wir uns wiedersehen sollten auf YouTube, wird es dann eine weitere Folge geben. Und würde sagen, bis demnächst. Also, ciao.